Lippen zu. Naja. Oh, hoppala. Kein Weg ist mir zu weit. Trauer. Die Produktion wurde unterbrochen. Immer nur Arbeit. Ach, wie viel Geld wir haben. Keine Müdigkeit vorschützen. Schauen wir mal, wie viel Geld wir, wie viel der nächste kostet. Eine Dynastie trauert. Ah, seid gegrüßt. Ekerhard von Berg. Was für ein schöner Frühlingsmorgen, nicht wahr? Einen Moment, nur noch das Siegel auf diese Urkunde. So, nun habe ich Zeit für euch. Ein neuer Adelstitel soll es sein, was? Ach, ihr armer Schlucker. Dann verkaufe ich eben an eure Konkurrenz. Okay, das kostet immer so viel. Ne? Eine Dynastie trauert. Wo soll's hingehen? Der Karren knarrt. Wohin auch immer es gehen soll. Hoffentlich werde ich nicht überfallen. Hoffentlich werde ich nicht überfallen. Ja. Kein Weg ist mir zu weit. Hä? Mal sehen, ob das gleich reicht. Ja, tut es. Auf, ans Werk. So, jetzt kommen wir. Dann haben wir den höchsten Titel. Ah, seid gegrüßt. Ein schöner Frühlingstag heute, nicht wahr? Alles sprießt so grün. Aber was erzähle ich? Was das für ein Schwuchtel ist. Ne? Was immer für grün. So, diesen Stapel hierhin und jetzt noch da schnell die Urkunde beglaubigt. Was gibt's denn? So. Ihr wollt also eine... Und nun geht, ich habe zu tun. Ihr werdet bald Nachricht erhalten. Euer Haar ist schön. Wascht ihr es täglich? Ich bin der Meister. Mein Herr. Vielen Dank. Was nun? Ich bin der Meister.
Uff. Herzlichen Glückwunsch. In seiner wahrlich großen Weisheit. Adlige Abstammung. Landgräfin Anne van Bergen. Haha, ist das nicht geil? Damit haben wir den. Wann habe ich denn? Nee, den höchsten Titel haben wir noch nicht, aber den höchsten. Wir können ja mal gucken, was der oberste Titel ist. Ich meine, nach Landgraf, was kommt da noch? König? Ah, seid gegrüßt. Ein schöner Frühlingstag heute, nicht wahr? Alles sprießt so grün. Aber was erzähle ich? So, noch einen letzten Bissen lecker von meinem leckeren Käsetoast. Aber wo lecker? Lecker. Alter, wie stützt immer ihr wollt also einen neuen Titel erwerben. Legt die Münzen hier auf den Tisch und ich werde sehen, ob der Freiherr, Titel zu haben ist. Und fangt gar nicht... Gut, gut. Ich sage euch, ihr werdet wiederkommen. Meine Füße tun weh. Bin schon unterwegs. Warum versammeln wir uns überhaupt? Das Ergebnis steht sowieso schon fest. Wohl wahr, wohl wahr. Ich will was Süßes haben. Die Arbeit wartet. So gut wie erledigt. Warum versammeln wir uns überhaupt? Das Ergebnis steht sowieso schon fest. Naja, ich bin da eine andere. Keine Ahnung. Ob der Bewerber die Wahl gewinnen wird? Ach, ist mir doch egal. Ich hoffe, es gibt heute keinen Streit im Rat. Sag mir herzlich. Ja, leider ist es so. Herzlichen Glückwunsch. Eines eurer Kinder hat die Schule... Was heute passieren wird. Ich bin bereit, euch zu unterstützen. Sagt es soll heute zu Veränderungen bei den Amtssesseln kommen. Habt ihr das auch gehört? Ist gut. Bin gespannt, was heute wieder passiert. Naja. Heute scheint mal mehr Leute dran zu sein. Was glaubt ihr, warum man uns heute zusammengerufen hat? Ja, derjenige, der mich zur Abwahl vorgeschlagen hat, wird es bereuen. Werte Ratsmitglieder, die heutige Versammlung ist eröffnet. Auf der Tagesordnung steht die Debatte um folgenden Amtssessel. Der Posten des Marschalls. Verdammt, das ist ja mein Amt. Tut mir leid, Kollege. Folgende Bewerber haben sich eingefunden. Die Wahlberechtigten sind... Warum denkt ihr, dem Rat weiterhin gut dienen zu können? Weil ich ansonsten dafür sorge, dass ihr alle im Höllenfeuer brennen werdet. Auweia! Erst einmal eine kurze Bedenkzeit. Sich Regen bringt Segen. Vielen Dank.
Mit Freuden. Das wird nicht ungesühnt bleiben, das schwöre ich. Ruhe, lasst uns einfach abstimmen. Ich wohl verloren haben. Naja, macht nichts. Damit ist die Wahl beendet. Wir haben nun einen neuen Amtsträger. Gut, Gratulation. Ist das so schlimm? Wir bleiben ja unsere. Juhu! Wir bleiben ja. Auf der Tagesordnung steht die Debatte um folgenden Amtssessel: Die Position des Kerkervogts. Folgender Bewerber hat sich eingefunden. Weil sich nur ein einziger Bewerber für das Amt eingefunden hat, ist keine Abstimmung erforderlich. Endlich! Ich habe es geschafft! Auf der Tagesordnung steht die Debatte um folgenden Amtssessel: Das Amt des Pachtmeisters. Folgende Personen haben sich beworben. Die Wahlberechtigten sind... Warum denkt ihr dem Rat weiterhin... Gut. Komisches Geräusch. Ich weiß nicht, woher das kommt. Ich weiß jetzt echt nicht, woher das kommt. Selte Samen. Was? Sie war... Warum denkt ihr, dem Rat weiterhin gut dienen zu können? Ich denke nicht, dass ich mir etwas zu Schulden habe kommen lassen. So, jetzt muss ich ein bisschen... Erst einmal eine kurze Bedenkzeit. So gut habe ich mich selten unterhalten. Vielen Dank. Arbeit ist meine Leidenschaft. Das ist nicht euer Ernst. So gut wie erledigt. Ist euch denn nichts Besseres eingefallen, um euch... Ich? Mit euch reden? Boah. Miese Scheiße. Naja, gut. Dann können wir uns ja wieder so ein Rad zurückziehen zum Beispiel, oder? Wir werden natürlich harsch. Hat viel Stahl. Dann brauchen wir da wieder was. Wohin soll's gehen? Wohin soll's gehen? Wo warst du denn jetzt hier? Wohin soll's gehen? Ohne Fleiß kein Preis. Sich Regen bringt Segen. Die Nachfrage von einem Kontor ist erloschen. Hier, das ist. Das geht schnell. Bitte reicht sie weiter. Ja.
Meine Füße tun weh. Der Karren rollt. Das dürfte wahrscheinlich erstmal wieder Minus sein, wie sonst immer. Und zwar tief im Minus. Naja. Euer Kind kann eine Lehre beginnen. Ja, das machen wir demnächst. Der Tod eines Angestellten ist nahe. Der Karren knarrt. Ach ja. Wohin soll's gehen? Wohin soll's gehen? Das dauert nicht lange. Ein Kontor kauft Material zum Gebäudebau an. Das dauert nicht lange. Ja, ich nehme schon ein Stündchen auf. Ich glaube, langsam werde ich wieder eine Aufnahmepause aufmachen. Was darf ich für euch tun? Wo soll's hingehen? Spielen wir was zusammen? So, ja, meine liebe Freunde, damit werden wir jetzt mal verabschieden. Ich weiß, mein Headset noch runter. Ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Entweder sehen wir uns gleich wieder in der neuen Folge oder wir sehen uns direkt gleich wieder in noch gleich in der Nachfolge. Ich hoffe, ich habe diesmal ein bisschen mehr geredet. Zumindest am Anfang habe ich das weiß ich. Da wurde ich wieder still. Naja, gut. Also Mädels und Jungs, bis dahin. Ciao, ciao.